Hallo und herzlich willkommen zu den wöchentlichen Game News von Toxenum. Heute gibt's News zu LucasArts, zum neuen Spiel von Notch mit dem wunderbar leicht zu merkenden Namen 0x10c und zu einem April-Scherz, der eigentlich keiner war. Far Cry 3 Blood Dragon. Aber zunächst das Intro. LucasArts von Disney dicht gemacht. Am späten Mittwochabend wurde die Schließung des Entwicklerstudios LucasArts bekannt gegeben. Angeblich seien das die 150 entlassenen Mitarbeiter bereits kommen. Schon im Februar gab es vereinzelte Gerüchte zur Schließung der Firma. Die Entwicklung der beiden Spiele Star Wars 1313 und Star Wars First Assault, welche der Nachfolger von Battlefront 2 werden sollte, wurden damit nun auch eingestellt. Einigen Angaben nach wurde die Entwicklung von Star Wars 1313 bereits eingestellt, direkt nach der Übernahme des Mutterkonzerns Lucasfilm durch Disney. Disney würde zwar die Rechte der Spiele an andere Entwicklerteams verkaufen, jedoch scheint dies eher unwahrscheinlich. Denn sowohl First Assault als auch 1313 sind noch bei weitem nicht fertig. Zwar wurde Star Wars 1313 schon zuvor auf der E3 präsentiert und löste einen kleinen Hype unter den Star Wars Fans aus, jedoch hat Star Wars Erfinder George Lucas sämtliche Pläne des Spiels nach seiner Begutachtung über den Haufen geworfen. Demnach sollte in dem First-Person-Shooter ein Kopfgeldjäger die Hauptrolle bekommen, die Charaktere aus dem bisherigen bekannten Star Wars Universum sollten keine Rolle spielen. Doch Lucas entschied sich für den aus den Filmen bekannten Boba Fett. Aufgrund solcher Planänderung hätte die Fertigstellung des Spiels womöglich noch 2 Jahre gedauert. 0x10c Arbeit eingestellt. Markus Persson alias Notch, Erfinder von Minecraft, hat sich bereits vor gut einem Jahr an die Entwicklung eines neuen Spiels gewagt. Es trägt den nicht ganz eingängigen Namen 0x10c und ist ein Weltraum-Action-Spiel. Dessen Entwicklung ist momentan auf Eis gelegt. Notch begründet dies in einem Interview mit dem englischsprachigen Spielemagazin Polygon mit einer kreativen Blockade. Ob das Game jemals veröffentlicht wird, ist daher ungewiss. Neues Far Cry Spiel. Die News zu Far Cry 3 Blood Dragon haben es nicht in die letzte Game News Folge geschafft, weil sich zum Zeitpunkt niemand sicher war, ob es sich bei diesem Spiel um einen April-Scherz handelt. Doch in den letzten Tagen wurde nun mehr bekannt über den neuen Shooter. So spielen sich die Geschehnisse nun nicht mehr auf Tropeninseln oder in Afrika ab, sondern anscheinend in einem postapokalyptischen Szenario in 2007, wo sich eine Cyborg-Armee auf einer Insel auf die Suche nach einer Biowaffe macht. Der Trailer erinnert dabei allerdings ein wenig an die Tron-Filme. Zudem ist eine Achievement-Liste aufgetaucht, die Erfolge wie Dragon Slayer Kill 25 Dragons oder Blood Dragon Down Kill Your First Dragon aufweist. Dass Ubisoft ein gutes Händchen für Verrücktheit hat, haben sie nicht zuletzt mit dem wahnsinnigen Charakter Vaas aus Far Cry 3 bewiesen. Aber ein Far Cry mit Drachen in einem 80er Jahre artigen Zukunftsszenario? Das war's dann auch schon wieder mit dieser Game News Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr nochmal alles zu Battlefield 4 oder zur PlayStation 4 erfahren wollt, dann klickt hier auf diese Links für alle Mobile-Nutzer. Die Links stehen auch mal in der Beschreibung. Weiter geht's dann am Sonntag, den 14.04. Bis dahin, ciao und haut rein!